Robin steht für hochwertige und natürliche Materialien. 100% Natur, 100% Made in Germany. Mehr Infos im Netz unter robin-shop.com. Ja, hallo und herzlich willkommen hier aus der Hustegrod Eis Arena zu Mellendorf. Ja, wir sagen nochmal hallo und herzlich willkommen allen jetzt zugeschalteten Hannover Scorpions gegen die Hammer Eisbären. Das vorgezogene Spiel startet jetzt. Scheibe geht zwar nochmal rein, aber ohne Gefahr. Ja, jetzt Scheibe bleibt drin auf Fennings. Schmied mit der Scheibe. Gute Möglichkeit! Gut gespielt! Und Patrick Schmidt trifft zum 1:0 für die Scorpions. Kurz nachdem die Gäste wieder komplett sind. Ja, gute Scheibe drin gehalten von Schmidt. Und dann spielen sie das 3 gegen 1 wunderbar aus. Auch Nabucco. Ja, in der Mitte wartet Eirich. Kommt jetzt an die Scheibe. Hoch auf Peach an der Blauen, der schießt. Und der Nachschuss! Das ist Pascal Grosse, der trifft. Ja, das, was die Scorpions im letzten Spiel so ein bisschen vermissen lassen haben, diese vielen Schüsse aufs Tor, die kommen jetzt wieder und sie merken schon, dass das ein sehr gutes Mittel ist, weil sie oft an den Rebound kommen, der dann auch drin ist. Lattentreffer von Hamm jetzt. Oh, eine gute Möglichkeit und da ist der Treffer. Ja, Kevin Tau kommt da nach dem ersten Block nochmal an die Scheibe. Ja, hier schön zu sehen, trifft erst den Verteidiger, dann ist Jäger schon unten und kommt nicht schnell genug nochmal rüber. Scorpions sind mit neuem Personal. Fennings. Gute Möglichkeit und da ist der Treffer, Patrick Schmidt. In der Bewegung nach, von uns aus gesehen rechts, macht Maida die Beine auf. Schmidt sieht das und spielt da, oder erzielt da wunderbar das Tor. Ja, keine Möglichkeit da für Sebastian May, den zu halten gegen die Bewegung. Du musst diesen Schritt darüber machen, sonst lässt du die andere Seite offen. Aber Hamm macht das gut. Kriegen die Scheibe nicht raus. Gute Möglichkeit und der Treffer. Fennings. Kabitzki bringt die Scheibe da in den Slot. Fennings steht goldrichtig. Schmidt war's. Schmidt. Nee, Schmidt. Fennings. Oh, die Scheibe wird geblockt. Und dann ist Tau. Tau. Stark gemacht, Jäger mit dem Save und es gibt einen Penalty, da wurde eingehakt. Und wenn er den macht, dann wird es hier zum Ende auf jeden Fall nochmal spannend, aber Brad Jäger stark. Auch nochmal stark. Hier. Jetzt für die Scorpions da frühzeitig zum Drittelende auch nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Scheibe frei und da ist der Treffer. Fennings setzt da gut nach im Slot. Und Robert Pelaikis trifft. Genau. Dann sehen wir es nochmal, wie Fennings da gut nachsetzt. Die Scheibe sieht, dass sie frei ist. Und Robert Pelaikis von der Seite. Als die Scheibe da wiederkommt nach dem Pass. Pass auf Kabuki kommt nicht durch. Hat er geblockt. Letzten 10 Sekunden vom Powerplay. Jetzt nochmal die Eirich! Trabucco holt die Scheibe da gut aus der Luft mit der Hand runter. Und Julian Eirich oben rechts ins Eck. Ganz stark gemacht. Hier schön zu sehen. Und dann Rums. Ja, machen das gut. Ich glaube, jetzt können wir rausspielen. Fennings hat Platz, zieht ab, trifft. 7:1, oben links. Auch wieder ein Ding, nichts zu machen für Sebastian May. Hier schön zu sehen, da kommt der Pass.
Und dann hat er Platz, dann kann er gucken und dann trifft er stark. Da kann man aus dieser Ansicht auch nochmal sehen, Fenningster sehr, sehr schnell unterwegs. Gute Akzente. Also auch wenn das Ergebnis sehr hoch ist, muss man sagen, das haben nicht aufsteckt oder so. Ne? Boah, stark. Fenix mit einem starken Solo. Das Bulli vorm eigenen Gehäuse. Genau. Oh, gute Möglichkeit, Tor! Kabinski, Treffer. Vom Bulli weg. 8:1. Ah, Kabinski gewinnt das Bulli, spielt ihn dann nach vorne. Und netzt oben, ja, oben über die Schulter ein. Legt sich das Tor quasi selbst vor. Ja, dann ist auch ganz wenig Platz oben. Und Tor! Mann, das ist der schnelle Treffer. Schwab müsste es gewesen sein. So ist es. Er fälscht die Scheibe da vorm Tor ab. Ah, hier gleich schön zu sehen. Schuss kommt von der Blauen. Zack, einmal abgefälscht. Der Tipp und in über von Schoner. Schwab. Hier schön die Sicht genommen und dann einmal knapp abgefälscht. Oh, Schmidt mit dem Versuch auf Fennings zu spielen. Oh, die Scheibe bleibt immer noch drin. Ja, Schmidt und Glemser und Tor. 9:2. Mike Glemser war es. Ja, auch hier dieses Nachsetzen von Fennings, die Scheibe drin halten. Ja, Schmidt und dann ganz routiniert Glemser. Nichts zu machen für Sebastian May. Bekommen die Scrums nochmal einen Schuss. Pelaik ist an der Scheibe. Oh, abgefälscht von Trabucco und die kommt nochmal links, rechts. Und das war's. Ja, die Hannover Scorpions gewinnen 9:2 gegen die Hammer Eisbären.